Okay. So, das ist Avakür. Avakür, ein fünfjähriger Istanwallach, Sohn von Laxi von Aldengor, somit Enkel von Rapfer Krögersüdum. Und er ist, wie man vielleicht so schon sehen kann, ein unheimlich sympathisches, liebes, nettes Pferd. Er ist eigentlich kein Pferd, was man hier auf der Ovalbahn vorstellen sollte, sondern ein Pferd, was wunderschön draußen im Gelände, insbesondere auch von Kindern, ganz toll zu reiten ist. Natürlich darf er auch keinen zu großen Erwachsenen drauf haben, denn er ist selber nicht sehr groß. Und die Sachen passen auch nicht. Aber er ist sehr leicht zu reiten, lieb und brav. Braucht eigentlich im Gelände so ein bisschen die Wege, um gut zu tölten. Hier auf der Bahn kann er schon mal so ein bisschen klemmig so ein Pass hingehen. Draußen im Gelände, wenn es auch nur ein bisschen bergab geht, ist er ganz schön, ganz leicht, ganz weich, ganz taktler zu reiten. Er ist Fünfgänger, wobei der Pass nicht sehr lohnend ist, den weiter auszubauen. Aber man kann in den Pass reiten, so im knapp mittleren Tempo. Das kann ganz interessant sein für jugendliche Reiter, um überhaupt erstmal Pass in so etwas überschaubarer Art und Weise kennenzulernen. Aber eine weitere Passausbildung würde ich da also nicht empfehlen. In erster Linie ist es einfach ein liebes, nettes Spazierreitpferd mit einem sehr schönen Charakter. Fleißig, sicher, ja. Wie gesagt, es kann sein, dass er hier auf der Bahn zumindest zu Anfang vielleicht so ein bisschen klemmig geht, weil auch fast kein Bahntraining. Aber wie ich schon gesagt, draußen im Gelände ganz wunderschön leicht, ganz taktklar und sehr bequem zu reiten. Man muss ja dann hier auf der Bahn einfach mal langsam reiten. So langsam so ein bisschen warm werden lassen. Vielleicht so ein paar kleine Schlangenlinien mit einbeziehen in die Arbeit. Immer wieder mal von hinten herantreiben. Und dann merkt man schon, wie der Rücken ein wenig lockerer wird und er bequemer zu sitzen ist und der Takt dann immer mehr in ihn reinkommt und eigentlich jetzt nach der halben Runde schon zumindest mal recht ordentlich ist. Bis sogar ganz sauber. Nur diese Arbeit, die kann man sich im Gelände sparen, da kann man also vom ersten Schritt an ganz sauber und taktklar losreiten. Er ist dann unheimlich bequem, gemütlich und man kann sich einfach vorstellen, man reitet so immer weiter oder halt eben das Kind kann eben mit Sicherheit sehr schön reiten. Er hat genügend Tölt. Besteht also nicht die Gefahr, dass er dem unroutinierten, vielleicht sehr jungen Reiter dann anderen aus der Gangart rausfällt. So, es wird eher so sein, dass wenn ein Kind dieses Pferd reitet, was mit Sicherheit ganz ideal für Kinder geeignet ist, dass dann der Erwachsene immer ab und an mal ein bisschen nachreiten muss, damit er einem nicht im Pass rein abrutscht.
pass auf, auf hier. Oh. Er trabt dann auch recht gut auf Kommando an. Der Trab ist auch nicht so, dass man da extrem geworfen wird. Also auch da kann ein junger, ungeübter Reiter auch recht gut lernen, so im Entlastungssitz zu reiten. Wollte ich eigentlich angaloppieren, aber er meinte, er soll den Pass loslaufen. So, ich werde dann auch an der nächsten langen Seite mal ein bisschen Pass zeigen. Gut, also man sieht, da ist so ein Ansatz da. Ich mache es gleich auf der rechten Hand. Und wie gesagt, man kann einem beibringen, zu galoppieren, einsitzen, ein bisschen annehmen und dann so im knapp mittleren Tempo ein bisschen Pass rauszutreiben und wieder zurückzunehmen. Das ist möglich. Das schadet auch dem Tölt nicht. Der Tölt danach auch wieder normal sauber weiter. Aber mit Sicherheit nicht lohnend, das jetzt weiter auszubauen. Sondern man muss ihn in erster Linie so sehen, wie er ist. Halt eben als ein sehr liebes, nettes Pferd, was wunderbar auch von Kindern und insbesondere im Gelände sehr schön zu reiten ist. Fleißig ist, aber trotzdem sehr zuverlässig. Ja, man will es eigentlich kaum glauben, er hat eine beidseitig schöne lange Mähne, aber er hat trotzdem ganz leichtes Sommerekzem. Er steht bei uns normal draußen in der Herde, hat keine Decke auf, ist halt eben etwas gepflegt und das reicht. Aber der Hinweis muss sein, dass er sich etwas scheuert. Okay.